Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt Void Train. Der Trailer hat euch schon ein bisschen eingestimmt, was in dem Spiel so abgehen kann. Und ja, ich dachte, wir machen da ein kleines Let's Play draus. Beziehungsweise ihr entscheidet, ob das auch wirklich ein Let's Play wird oder nicht. Ich werde vermutlich so 3-4 Episoden auf jeden Fall mal produzieren. Und ihr schreibt so in die Kommentare rein, wo ihr sagt, ja, da wollen wir mehr sehen oder ja, nee, eher nicht so. Was ist Void Train eigentlich? Ja, Void Train kann man am besten mit Raft vergleichen. Also anstatt, dass wir ein Floß haben, haben wir einen Zug und bauen uns so quasi diesen ganzen Zug auf, der unsere Basis ist. Und wir müssen Ressourcen sammeln, wir müssen uns verteidigen. Und das Spiel ist so echt absolut abgedreht und auch die Welt ist ziemlich schräg. Aber am besten schauen wir einfach mal rein und ihr seht es selber. Wir sagen, spielen, neues Spiel. Und los geht's. Sometimes the spirit of adventure beckons so much it's pointless to resist it. Some people find enough courage to get on a train and head off into outer space. No. Also no. Wrong again. These are all wrong stories. Ah, there it is, the forest. This train was passing through impenetrable, dense forests. However, that was not a nameless journey, but a long way up here, right into the heart of the endless snowy nowhere. A perfect place for those who prefer tranquility, silence, and minus 45 degrees outside the window. Urgh. Meet the man who made off into this palace of silence, the engineer. He'll be here on watch duty for many long and cold months, until the next lucky guy strides in to replace him. If one comes through at all, of course. But there's no need to feel sorry for him. Although the terrain is wild, there's plenty to see and do around here. Especially if you're curious enough. Fortunately for my story, engineers are almost always inquisitive and attentive. These people notice things that elude the average person. And everything would have been fine in this adventure if the blizzard had not started at the wrong time. The chilly wind blew the engineer off the trail, which he immediately lost sight of. His fingers instantly turned into ice, like everything else around him. The last hope of salvation, a map of the terrain, treacherously slipped out of his hands. Luckily, the video's timing didn't allow the engineer to suffer for long. All of a sudden, in the middle of snowy nowhere, it appeared. A door to... Where to, by the way? The building didn't seem to be on the engineer's maps. Anybody home? This is how it all usually starts. Ja, und während wir spielen, haben wir auch diesen recht komischen Erzähler mit dabei. Es gibt keine englische Vertonung. Es ist... Ah, es gibt keine deutsche Vertonung, so. Aber deutschen Text. No warmth, only darkness. Aber ihr werdet es dann gleich später sehen. Die Grafik von dem Spiel ist richtig, richtig gut. Eingestellt auf maximal inklusive RTX.
Ja, Standardsteuerung, die kenne ich schon. Wie bei jedem Spiel eigentlich gleich. Und das ist quasi unser Startzug, unsere Startplattform. Und das tun wir dann erweitern bzw. umbauen zu einer Dampflok oder Diesellok gibt es dann auch. Es hat richtig viel zu bieten. So, wir sollen das Licht einschalten. Probieren wir das doch mal. If I were you, I'd look for a key. Or something that looks like a key. Maybe just something heavy. Okay, also wir brauchen irgendetwas zum Aufmachen. Ja, mit der Zeichnung werden wir vermutlich nicht sehr weit kommen. Aber nett. Well, I don't think that's going to help. Naja, gut, später zum Trinken aber. Und hier kriegen wir jetzt unser erstes Werkzeug. Gotta grab it. Erstmal selber hauen. Okay, mit dem Hammer können wir das jetzt aufmachen. I'm afraid there's nothing left to fix with a hammer. Any other ideas? Jo, wir machen einfach mal MacGyver-Move und werden diese Sicherung provisorisch reparieren. Jetzt kann ich sehen, das sieht richtig gut aus. Hm? MacGyver-Style. Das passt schon so. And so, my glorious hero, having passed all the hardships of his watch, finally obtains a light in order to... to notice something strange on the table? Also es ist nicht die ganze Zeit so geführt. Es ist jetzt nur am Anfang so, damit wir hier besser in das Spiel reinkommen. Und jetzt geht's gleich richtig ab. Kapitel 1, das Void. Warum wir da überhaupt drin sind, wie das Ganze entstanden ist, etc. Das werden wir dann mit der Zeit hoffentlich erfahren. Oh, you're finally awake. A typical day on watch, huh? Wir sind auf jeden Fall nicht mehr auf der Erde. Und das, die Viecher sind jetzt noch harmlos. Die werden wir dann später zwar noch brauchen, aber das ist jetzt alles noch harmlos. Well, this might come in handy. So, darf ich mich jetzt selber bewegen? Genau. Also im Prinzip läuft es immer so. Also er steht jetzt auch hier da. Im Void gibt es keinerlei Schwerkraft. Ich springe vom Zug und orientiere dich in die gewünschte Bewegungsrichtung. Halte F gedrückt, um dich mit dem Seil auf den Zug hochzuziehen. Und erkletter ihn anschließend selber mit deinem Charakter. Der Bereich rund um den Zug verleiht dir einen Bonus auf das Schwimmtempo im Void, damit du dich in seiner Nähe bewegen kannst, fast ohne hinterher zu hängen. Keine Schwerkraft. Und jetzt, das ist jetzt der Clou. Wir werden mit dem Ding dann fahren. Wir können die Draisine jetzt dann hier bewegen. Sie fährt dann von alleine. Und hier schwirren halt alles diese Sachen rum. Und das sind Rohstoffe. Die müssen wir sammeln, damit wir hier Sachen bauen können, beziehungsweise, dass wir hier wirklich einen echten Zug daraus bauen. Dann später werden wir hier auch noch angegriffen, es kommen verschiedene Events, es kommen dann auch andere Züge dazu und es gibt dann diese Gates. Das ist quasi immer so ein Bereich, da kommt ein Gate, da können wir dann den Zug erweitern und da passieren immer spezielle Events, da sind teilweise auch Gegner und dann geht es wieder in den nächsten Void. Das wiederholt sich immer wieder, aber es wird nie langweilig und das Teil da verhindert, dass wir hier zurück können. Okay, wir sollen jetzt hier das Buch holen. Wir gehen einfach raus
und wir werden automatisch hier festgehängt, damit wir nicht weg können. Später gibt es dann auch die Möglichkeit, dass wir uns hier abhängen können und dann weiter rausfliegen können auf so Inseln oder so. So, wo ist das Buch? Da. Im Tagebuch werden aktive Quests sowie gesammelte Informationen über die Spielwelt aufgezeichnet. Drücke J, um das Tagebuch zu öffnen. So, drücken wir mal J. Das ist unser Tagebuch. Notizen drin, die wir nicht lesen können. Quest, öffne das Tagebuch, haben wir gemacht. Notizen, Tutorial, kosmetische Gegenstände können wir dann ein- und ausschalten, müssen wir ändern. Okay. Such an inventive mind wouldn't have any trouble figuring out the mechanism of a simple trolley. Nö, damit wir losfahren können, müssen wir erstmal die Bremse lösen. Wir waren aber erstmal in die falsche Richtung. Well, pretty much. Try pulling the other lever. So, und damit können wir dann die Richtung ändern, vorwärts oder rückwärts. Und halt anhalten, wenn wir das brauchen. All right now. Just slowly. Ja, die Hupe ist ein bisschen überflüssig. Wenn wir hier die drei Sini bewegen, dann können wir schneller fahren. Es gibt dann später Sachen auf den Schienen, die uns ausbremsen oder auch Minen. Die versuchen unseren Zug zu zerstören, aber das haben wir jetzt am Anfang alles noch nicht. Mission. Beschleunige die drei Sini. Wir sollen das tatsächlich mal machen. So, und wenn wir hier diesen Bereich treffen, dann gibt es einen Bonus. That's a useful book you've picked up. Is the author some kind of scientist or inventor? I hope he's not too upset that we stole his train. That was awkward. Ein bisschen. Okay. Journal. Sammle Eisen und Holz. Wir werden jetzt hier nochmal ein bisschen bremsen. Ich will nicht, dass das ganz so schnell läuft. Und wir sammeln jetzt erstmal Sachen. So, einerseits Biostoff. Machen wir dann später für die Schmelze. Holz. Eis. Alles. Also rund um den Zug sind hier die ganzen Gegenstände. Oder ich schnitt wieder runter. So, Eisen. Alles einsammeln hier. Teilweise gibt es dann auch noch Fallen und so. Ah. Ganz am Anfang, wo das Spiel rausgekommen ist, zum Early Access, habe ich es gespielt, für einen Monat ungefähr, habe es dann wieder lassen. Und jetzt dachte ich einfach wieder, wir schauen mal wieder rein. Also ich schaue wieder rein. Ich nehme es aber diesmal auf. So. Ja. Das ist jetzt gerade das Tutorial für das Bauinventar. Ich kann das gerade mal ausblenden. Wir sollen einen Forschungstisch bauen. Das machen wir mal. Nur das falsche Menü. Einmal B. Forschungstisch. So, da la. Und hier auf den Holzoberflächen können wir frei bauen. Ich würde sagen, den Tisch bauen wir mal hier hin. So, da la. Erforsche die Technologie Schmelzofen. Ah, das heißt, ich werde das Holz klauen. Was machst du eigentlich? Du bist neu. Ah, du schießt mich einfach weiter. Alles klar. Und die Sachen hätte ich auch gerne. Du kommst auch bitte her. Dankeschön. Ja, und wenn der Zug zu schnell ist und wir kommen nicht hinterher, dann können wir F drücken und dann zieht es sich so am Seil entlang. Also, wir brauchen den Schmelzofen. Bitte einmal erforschen. Und dann sollen wir den auch direkt bauen. Einmal hier und ich würde sagen, den bauen wir dahin, wenn es passt. Gut. Bedenke, dass bestimmte Werkbänke zur Herstellung von Gegenständen und Kraftstoff benötigen. Ja, das ist soweit klar. Also, wenn wir jetzt hier was einschmelzen wollen, dann braucht man dann Holz. Die Sättigung beeinflusst das Ausmaß deiner automatischen LP-Generation außerhalb von Kampfhandlungen. Die Sättigung wird allmählich verbraucht und kann durch die Aufnahme von Biostoff, Eis oder gekochte Nahrung aus der Küche wiederhergestellt werden. Ja, macht irgendwie Sinn. Sprich, unsere Erholungsrate wird dann besser. So, Eisenbahn einschmelzen. Wir gehen hier mal rein. Sagen hier Barren und wir hätten gern
Eisenbahn, aber wir haben keinen Metallschrott mehr. Okay. Wo hat's denn was Interessantes? Sehe gerade nichts. Da oben. Ich glaube, wir könnten auch ein bisschen Biomasse sammeln. Oder ist es Biomasse? Ah, Chemikalien. Das brauchen wir dann später für Kupfer. Das ist dann quasi einmal Eisenschrott und Kupfer. Holz. Gib. Das dürfte Reis sein. Sehr gut. Oh ja, Holz, komm her. Ja, okay, also von den Dingern sollten wir uns vielleicht fernhalten. Das Schöne ist, dass dann halt wirklich jeder Abschnitt anders generiert ist. Also wird fürs Auge nie langweilig. Oh ja, Eisenschrott. Her damit. Ja, das will ich mir auch noch. Und dann sollte man erstmal genug haben für die erste Schmelzung. Ja, das Ding kommt hinterher. Oh, Holz. Komm, 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 komm. Ja, ich weiß. Oh ja. Da hat es noch mehr. Her damit. Oh, da auch nochmal zweimal. Nein, 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 nein. Will ich auf den Zug. Frag mich nicht, was die Logik ist, dass wir hier ganz normal gehen können, wenn wir drauf sind. Also, schmelzen Barren, Eisenbahn. Maximale Einzahl. Nehmen wir Holz. Ist halt nicht sehr effektiv. 4 Stück. Und erstellen. Also ihr seht, das verbrennt recht schnell. Wenn wir natürlich Kohle hätten oder sowas, dann wird es viel länger halten. Oh ja, da oben. Du kommst mit. Wir können dann auch später eben die Tiere abschießen. Da kriegen wir Fett. Diese Biostoff. Und das können wir auch zum Verbrennen nutzen. Oh ja, komm. Gib, 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 gib. Ja, damit. Dankeschön. So, da leben. Die Eisenbahn. Erforsche und baue Container 1. Hier haben wir alles. Gut. Container werden wir auch schon mal bauen. Und noch eine Vorratskiste. Ich würde sagen, erstmal dahin. Und dann brauchen wir die Werkbank. Dafür fehlt es an Holz. Oh, da hinten. Oh, und da. Ja, damit, ja, damit, ja, damit. Oh, yes, geil. Holz, gib her. Komm, 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 komm. Und die Musik wird jetzt langsam episch. Das passiert jedes Mal, wenn wir dann gleich zum Gate kommen. Das ist ein bisschen ein Anzeichen dafür, dass die Zeit ausläuft. Gut, also wir könnten einfach anhalten. Werkbank. Und Werkbank einmal bauen. Da ist sie. Baue ich die gerade daneben? Wo baue ich die am besten hin? Ich glaube, ich baue sie da hin. Okay. Oh, wir brauchen Eisen. Schmelzofen, Barren, Eisenbahn. 2 können wir machen. Ja, das wird nicht ausreichen. Ah, er nimmt es automatisch.
Oder ist es der letzte? So, da hätte man das auch. Schließe die Technologiestufe 2 ab. Okay, wir brauchen Kupfer jetzt. Gut, Metalle und Holz brauchen wir. Sehe aber... Ah, da hinten. Da ist schon mal Holz. Und da sehen wir schon mal das Riesengate da. War da nicht noch ein... Ah ja, da war ein zweiter. Metalle... Oh, Holz. Holz, Holz, Holz. Ja, jetzt kommt die epische Musik. Also das wird noch ein bisschen dauern, bis das hier dann eine echte Dampflok wird. Bis dahin wird uns... Alter, gebt euch das mal mit diesen riesigen Ketten da. Das ist alles noch Ruhe vor dem Sturm. Ach nö! Ich will, ich will das Metall haben. Ja, damit. Holz. Haben wir noch irgendwo Chemikalien? Ne, ich glaube, das war's. Holz, 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 Holz. Komm, 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 komm. Gib, gib. Und da oben. Ja, dann können wir ab jetzt eigentlich beschleunigen. Also ist ziemlich cinematisch gemacht, das Ganze. Ja, und jetzt werden wir in einer dieser random Bereiche gezogen. Also, der Bereich ist jetzt. Der ist jetzt noch nicht random. Das ist jetzt noch Tutorial, weil hier werden wir jetzt gleich unsere allererste Waffe kriegen. Die wir dann auch recht schnell brauchen werden. Und auch die Sachen sind dann immer unterschiedlich. Und da können wir dann Ressourcen sammeln, wenn wir denn welche finden. Da zum Beispiel. Halle. Und auch die Lore halt mit aufdecken. Okay, hier glaube ich gibt es nichts mehr zum Einsammeln. Ja, da sollte man nicht reinlaufen. Das tut weh. Wobei, sterben ist jetzt nicht so schlimm in dem Spiel. Es ist dann so, dass da, wo du gestorben bist, ein Sack ist mit deinen Gegenständen und den musst du halt wiederholen. Ansonsten ist halt alles das, was du bei dir hattest, verloren. Ja, praktisch. Okay, wir müssen da nach oben. Ja, ein bisschen Plattforming hier. Oh nein, nicht mit mir. Poor thing. Well, the goddesses of time and fate can't weave a long life path for everyone. Well, at least he won't be needing the revolver anymore. Jo, yep. Sehr gut. Ist halt recht schwach der Revolver, aber der Vorteil vom Revolver ist, er hat unendlich Munition. Ja, und die Steuerung. Who do you think this skeleton was? So many diagrams on the table. He's probably some kind of designer. Well, used to be. Cool, wir können sogar das Licht ein- und ausschalten.
So, wir sollen die Pläne nehmen. Das machen wir. Und einmal im Journal nachsehen. Okay, Notiz. Sonst noch irgendwas? Nö. He left the combination of the safe right out in the open. Hä? That wo? Was a great idea. But don't ever do the same thing, okay? Okay, safe aufmachen. I got an idea. Was auch immer das ist. Ach, das sind diese Upgrade-Teile. Die kriegen wir, also die müssen wir dann später auch wieder finden, weil wir die für gewisse Sachen brauchen. So, einmal raus hier. Yo. Ach, schade, ich würde das gerne mitnehmen. Ja. Nice. Oh, sogar mit Leder. Nächste Kiste. Ja, ziemlich schräges Setup hier. Aber irgendwie auch gemütlich. Södre. Now about my brilliant idea and the details. The console on the platform looks suspiciously similar to the device in the blueprints. It was mentioned there in the train upgrade paragraph. Ja, die gibt es dann auch ab und zu, diese Station. Hier können wir den Zug upgraden. Und da damals, als ich noch gespielt habe, ist da nicht bei jeder Station, wo wir jetzt hier sind, glaube ich, so ein Ding. Und teilweise müssen wir es dann auch noch freikämpfen, müssen wir freischalten. Okay, wir gehen da jetzt mal rein. Und da können wir jetzt diverse Sachen installieren oder wegnehmen, zum Beispiel eben die Bremse etc. Oder wir fügen einen Wagen hinzu. Aber wir sagen jetzt hier Wagen verbessern mit diesem Kit. Und wir haben mehr Platz. Und da bauen wir quasi unseren Zug. Also das, zumindest das Grundgerüst. Den Rest dann drauf. Ja. In den Bereichen können wir so lang bleiben, wie wir wollen. Wenn wir dann weg wollen, müssen wir eigentlich nur die Bremse lösen. Und los geht's. Und das Teil zieht uns dann in das nächste Void rein. Was wir jetzt hier schon mal basteln werden... Es ist ein Boden. Und ich hatte sogar genug Holz. Geil. Dann haben wir jetzt hier schon mal mehr Platz. Sehr, sehr nice. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir den nächsten Void. Depot verlassen. Okay, neuer Pfad. 2. Also, Technologiestufe 2. Wir brauchen Kupfer dafür. Barren. Kupferbahn. Machen wir mal 6 Stück dazu. Brennstoff. Holz. Machen wir mal 4. Erstellen. Und währenddessen... tun wir hier mal wieder... ist nicht clever oder intelligent. You can hardly call it dangerous either. Ja, die Igel, der meint, das sind dann so kleine Flapperdinger, die hier so rangehen und die bremsen uns einfach aus. Die tun uns aber nichts. Also die können wir zu einem gewissen Teil auch einfach ignorieren. Außer wir müssen schnell weg. Ach, das ist einfach so schön hier. So, Metalle, Metalle. Chemikalien wären nicht schlecht. Was zum... Oh, Holz, 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 Holz. Komm, kriege ich das noch? Bitte, 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 bitte. Yes. Yes. Und das sieht nach Chemikalien aus. Ah, da ist so einer. Und von ihm kriegen wir Leder. So, Eis nehmen wir auch mit. Das werden wir dann später mal einlagern. Vielleicht braucht man eine Kiste nur so für Lebensmittel quasi. Boah, das wird schlimm, wenn wir dann so viele Kisten haben.
dann heißt es Lagermanagement. Also, wir sollen Kupferkomponenten. Dann können wir Kupfer und Kupferdraht herstellen. Oh, Metall, komm her. Okay, und das nächste ist das Labor. So, Labor, was brauchst du? Labor braucht Draht und Federn. Das können wir hier herstellen. Komponenten. Draht einmal. Und Federn. Einmal. Dankeschön. Irgendwas zum Einsammeln. Oh ja. Boah, steht, da hätte es einiges gehabt. Und da oben auch. Das kommt alles mit. Hä? Was? Wir haben jetzt schon eine Zugbegegnung? Oh fuck, das passiert. Ich hab das im Kopf gedacht, das ist eigentlich erst recht spät passiert. Ja, weil die können uns überfallen. Und wir können sie überfallen. Fuck, die haben die Geschütze. Can you see it too? Ja. Am I hallucinating already? Scheiße, bin ich da zu weit? Can they see us? Hey. Ich vermute mal. Kannst du mal durch Quest blockiert? Ach, das soll passieren. Well, whatever. Ah, schade. Na ja, komm, fahren wir mal wieder. Teilweise sehen wir dann auch Zugwracks, die wir plündern können. Das sieht auch mega geil aus. Ah, das ist ein Riesenabenteuer hier. So, bist du fertig? Nice. Dann können wir das jetzt erforschen. Labor. Oh, komm her. Toll. Dankeschön. Was bist du? Biostoff. Oh mein Gott, das sind die ganzen Goodies. Komm ich da hin? Nee, scheiße. Wir brauchen diesen Greifarm, der noch kommt. Was rücke vorwärts? Also kein Labor bauen? Oh, Labor 1. Wir brauchen nochmal so ein Draht. Feder, ich glaube, das machen wir hier daneben. Und das hier nochmal basteln. Komponenten, Draht. Einmal. Und. Ah, shit, wir brauchen Eisbahn. An dem soll es nicht scheitern. Schmelzebahn, Eisenbahn. Machen wir mal 4. Oh, Chemikalien, her damit. Also Metalle haben wir ohne Ende. Mehr Holz wäre geil. So, da, Feder bitte. Dankeschön. Holz. Nee. Oh, bitteschön. Was können wir jetzt hier Schönes machen? Komponenten. Fett. Manches Fett hat bestimmt seinen Nutzen. Instabile Chemikalie. Ich glaube, das brauchen wir noch nicht. Du kannst
alle auf dem Zug gebauten Objekte außer den Loks bewegen. Benutze dazu den Hammer, wenn du gegeben das Objekt anziehst. Okay, wir können auch umsetzen. Das ist sehr praktisch. Container. Ich tue da mal Wasser rein. Was ist das? Biostoff. Chemikalien. Ich tue mal das. Die zwei Sachen hier rein. Steht noch auf der Forschungsliste noch so. Containerregal. Okay, wir brauchen so Schrauben. Was können wir hier noch machen? Neben einem Metallplatz in allen Containern. Wir brauchen so ein weißes Zahnrad. Bodenausstattung. Zufällige Bodenausstattung. Zufälliges Umgebungsobjekt. I see. Da hat es ja auch noch Extras gegeben. Bodenlicht. Was machen wir fürs Bodenlicht? Oh, das machen wir jetzt mal. Ich glaube, wir tun alles auf Ocean. Okay, das mit dem Zahnrad. Weißt du was? Wir bleiben mal. Das geht? Bestimmt gesund für den Hebel. Alles klar. Dieses Zahnrad, Komponenten. Ist da. Eisenbahn. Wieder einmal herstellen. So, das und. Wo war das? Stufe 3. Draht. Wieder einmal einen Draht hier. Eigentlich das Ganze einschmelzen könnte man auch diesen Depot-Dingern hier machen. Also wo der Zug sowieso steht, so meine ich. Dass wir hier im Void die Zeit nutzen, um wirklich alles einzusammeln, was man so braucht. Nice! Also ist das jetzt schon das Upgrade? Oh, geil. Sehr cool. Gut, dann Abfahrt. Und währenddessen Gutes sammeln. Oh ja, Holz. Her damit. Diese Dinger. Ja, ist ja gut. Sollten dann vielleicht mal ein bisschen was trinken. Weil das Regenerationsding recht weit unten ist. Oh, her mit dem Holz. Wir brauchen das. Nice, so. Chemikalien auch her damit. Oh, da hinten hat es richtig viel. Glaubt mir, Leute, das wird dann später viel schneller gehen. Und wenn ihr sagt, ja, da macht man jetzt Blade raus, dann könnte man es auch halt im Multiplayer spielen, zu viert. Dann bei bestimmten Arena kämpfen, die dann auch noch kommen werden, auch nicht mal so schlecht. Und weg. So, da haben wir Eis Inventar. Nee. Da haben wir das Eis. Da das Wasser in festem Zustand. Wie kann ich das verwenden? Müsste das halt irgendwie einschmelzen können. Wird dann vermutlich eh noch ein Rezept dafür kommen. Oh ja, ja mit dem Holz. Inventar. Chemikalien. Okay, dann werden wir jetzt mal ein paar Bahnen machen.
Diamanten sammeln. Kupfer mal 5 Stück. Ah ja. Der nächste Bereich. Wellendorf. Machen wir hier rein. Eigentlich mal voll machen. 10 Stück. Geht schon. Regalien. Her damit. Sonst noch irgendwo Chemikalien. Oh, Holz. Ja, ich glaube, ich werde bei der nächsten Station, nachdem ich die Aufnahme beendet habe, mal ein bisschen hier einschmelzen. Habe ich schon ein bisschen vorgearbeitet. Oh, kann ich das haben, bitte? Nice. Süde! Container. Machen wir hier rein. Und dann machen wir hier noch die Eisenbahn. Hier haben wir so 5 Stück. Oh, gib her, Chemikalien. Wichtig. Wir gehen jetzt hier mal Gas. Maximum Speed. Soll ich... Leg das mal hier ab. Wobei Chemikalien sind... wichtiger. Das Regal, was brauchen wir für das Regal? Dann können wir da gerade ein zweites machen. Schrauben brauchen wir da. Okay, wir machen zuerst mal das, bevor wir hier weitermachen mit Erforschen. Kann ich den eigentlich auch anschließen? Naja, vermute ich jetzt gerade nicht, weil nachdem wir hier drin sind. Jetzt wird's spaßig. I see. Can't expect a warm welcome. That's a shame. Moment, aufheben? Eisholz. Erkunde das Depot. Das machen wir doch. Irgendwelche Gutes hier. Oh, ja, da. Immer her damit. Wow. Ey, wie gemein ist das denn? Die ersten Gegner. Ja, und erwartet nicht so viel von der KI. Aber sie kann trotzdem wehtun. Nice. Ah, shit. Okay, da ist noch einer. Komm her. Nice. 4 von 6. Fuck. Komm, 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 komm. Du bist der Letzte. Ach ja, die droppen Sachen übrigens. Hi und tschüss.
What's that sound? Is there someone else in here? Also, welches Geräusch meinst du? Das ist Rumgeballere hier? Das waren wir. Okay. Oh shit, die Metall ist voll. Connected to someone. We got here on a scientist trolley through his portal. We're using his notes. We're following his trail. Maybe that's who they're talking about. Ja. Ich würde irgendwie gern zum Zug zurück und die Sachen abladen. Ja. Okay. Was ist das? Oh, ich kann mich so ganz vage an das erinnern. Ich glaube, das hat irgendwas mit einem Upgrade zu tun. Gut, einmal umladen. Ich will hier alles mitnehmen. Vor allem, wir haben ja auch noch die andere Seite hier drüben. sollen wir schnell das Regal bauen? So, Barren und Schrauben. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Schrauben, mach mal Eisenbahn. Ich jetzt natürlich nicht hab. Shit, kann ich da... wir können nochmal das hier machen. Moment. So. Werkbank. Wir werden es vermutlich eh gerade zweimal brauchen. Einmal zum Erforschen und einmal zum Bauen. Gut. Sind ja egal. Dir einmal danke. Nice. Was kostet der Spaß? Oh, geil. Kann ich das bauen, während du... Ja, dann kann ich natürlich nicht. So, und wie ging das jetzt? Moment mal, N. Verlagern, G. Ah, so. Okay, das ist easy. Und dann hätte ich gern so einen zweiten Container, bitte. Ob ich das Regal stacken kann? Jedenfalls, da kommen erstmal die Sachen da rein. Jetzt vermutlich eh noch nicht brauche. Waffenteile. Chip. Ah! Die Chips wären noch interessant. Vielleicht sehen wir das eh hier, für was die gut sind. Jetzt erstmal die ganzen anderen Gutes hier noch einsammeln. Wo war dieser Eingang? Einerseits, du kommst noch mit. Hier können wir sonst nichts machen. Was noch die Gutes hier. Und ansonsten ganz viel nichts. Vielleicht hier noch irgendwo. Ah, da!
Umsehen lohnt sich. Ja, damit. Okay, ich glaube, aus diesem Gebiet haben wir alles. Dann besuchen wir doch mal die andere Seite. Moment, läuft da ein Motor? Kann ich da... Ach. Okay. Ich glaube, es fehlt an Strom. Was auch immer da drunter ist. Wir gehen mal darüber. Die Rohstoffe in der Kiste werden nicht gespeichert, wenn du das Depot verlässt, ohne sie abzuholen. Aha. Die Rohstoffe in der Kiste werden nicht gespeichert, wenn du das Depot verlässt. Okay, da kann man also temporär irgendwas hier drin lagern. Gewehrmunition, Jägermunition. Shit, ich brauche noch eine Kiste. Was haben wir hier? Ach, das ist wieder so ein Baukasten. Ja, ob wir jetzt schon die große Wumme kriegen? Ah ja, hier haben wir so einen, ja, Glücksspielautomaten. Und dafür das brauchen wir die Münzen, die wir hier random finden können. Ja, ich würde sagen, einmal drehen. Okay. Ein Waffenmodul. Oh ja, geil, Chemikalien. Noch mehr Munition. Oh shit, ich kann es schon wieder nicht aufnehmen. Ah, und da können wir uns Sachen kaufen. Gegen Holz. Aber ich glaube, wir sind jetzt eh erstmal voll. Die Munition hätte ich gerne. Sonst doch irgendwas hier? Nein. Upgrade Station. Wir glaube, ich können eh nichts machen. Ja, bräuchte man so Zylinder. Ah, Kolben. Das fehlt. Modul bauen. Oder nichts Interessantes. Okay. Gut, ich würde sagen, wir belassen es dabei erstmal. Ah, ne, Moment mal. Da hinten ist ja auch noch was. Okay. Lol. Ein bisschen Spaß. Und Sport. Kann man hier auch noch ein bisschen Kraft, kann man hier. Okay, das war's jetzt aber wirklich. Ja, das war jetzt eine längere erste Episode. Aber ich wollte euch da mal ein bisschen einen größeren Eindruck geben. Ich denke mal, ich mache noch 2, 3 Episoden. Und dann entscheidet ihr, ob euch das gefällt als Let's Play oder nicht. Wie gesagt, das ist nur der Anfang. Es wird nur richtig wild hier. Siehe Trailer am Anfang. Aber es hat Potenzial. Und also von den Kritiken her, gefällt es den Leuten. Wenn ihr selber mal vorbeischauen wollt, der Link zu der Steam-Seite durch in die Videobeschreibung rein. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Fahrt. Bis bald. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.